von Michael Kaul auszurichten, nämlich die kommen aus Biebernsee. Danke für den tollen Livestream. Und die Antwort hat er auch richtig. Er will unbedingt den Dreier, so wie wir auch. Also jetzt... Die Nummer 10, Solak, weit nach vorne, aber das konnte Kirchhoff gleich schon mal klären. Ball mal wieder in der Luft und schon wieder weit vorne. In letzter Minute, Havre, Windcheck. Also das hätte jetzt auch wieder ein Tor sein können für den OFC. Und du lachst immer noch? Ja, weil die Vorlage wäre vom Torwart gekommen. Gut, Stadt Allendorf im Ballbesitz und versucht anzugreifen, aber Marco Rapp hat aufgepasst. Ausgeschlagen. Ja, dann stehen sie natürlich alle auf. Ja, von der rechten Seite sind sie wieder unterwegs. Jetzt kommt er reingeflankt. Großen Raumgewinn. Ja, und es geht weiter ohne großen Raumgewinn. In der Mitte klein, klein, klein. Aber es ist Stadt Allendorf jetzt am Ball. Das ist den Leer mit der 8. Und er versucht es weiter über Suero und jetzt geht es weiter raus. Jetzt dann doch getrennt von Hodja, aber die Stadt Allendorf haben sich den Ball zurückerkämpft. Jetzt schnell über die rechte Seite. Dann immer noch am Ball, das ist Suero mit dem langen Pass dann doch wieder im Ball. Da müssen wir jetzt wieder aufpassen, aber Marco Rapp ist dabei. Und als letzte Instanz muss Stefano klären. Oh, das konnte er nicht, jetzt wird es gefährlich. Ja, ja, Kirchgröße. Also Zavada, jetzt aber aufpassen, Umschaltbewegung schnell von Stadt Allendorf. Die kommen jetzt über die halblinke Verbindung. Nochmal abgestoppt, da dreht er rein, will nochmal ins Zentrum zurück, findet allerdings keinen Mitspieler. Und so muss noch keinen Freistoß geben, es gibt nur Einwurf für Stadt Allendorf. Und die versuchen es jetzt nochmal über den neu eingewechselten Geljic. Aber der muss auch erstmal zurückgeben. Endgültig weggebracht hat. Und jetzt in dieser Sekunde sind es genau noch 4 Minuten offizielle Spielzeit. Aber wie gesagt, das werden bestimmt noch 7 oder vielleicht sogar 8 Minuten werden. Aber statt allen.